Es gibt diese Nächte, in denen man das Unheil direkt riechen kann. Das dritte Opfer diese Woche. Mord. Gleicher Tathergang, stellte mein Partner fest. Kaltblütig von hinten erstochen, der Täter verschwunden. Jeder Tatort ist aufs Neue hart. Lässt deinen Glauben an die Welt weiter sinken. Mein Magen meldet sich, also mache ich mich auf den Weg nach Hause. Zu Hause kann ich nicht schlafen, ich trinke Whisky, um mich selbst zu ertragen. Man sagt, man gewöhnt sich irgendwann an den Beruf, aber die Dämonen jagen dich unaufhörlich. Ich beschließe, ins Büro zu gehen, um mir die Beweise noch einmal anzusehen. Irgendwo muss doch ein Muster zu finden sein. Als ich im Büro ankomme, ist mein Partner schon da. Er wurde wohl auch von seinen Gedanken wachgehalten. Während er sich die Tatortfotografien noch einmal ansieht, schmiede ich den Plan, undercover zu gehen. Ich kämpfe für die Gerechtigkeit, nicht für das Gesetz. Ich kämpfe für die Gerechtigkeit, nicht für das Gesetz? Das ist doch scheiße! Ja, ist doch immer das Gleiche. Habt ihr nichts anderes zu erzählen? Ich meine, ja, ist ja schön, aber lass uns doch mal was Neues, was Eigenes probieren. Irgendwas, was wir wirklich erzählen wollen.